Willkommen zur achten Sitzung von Was andere Sprachen anders machen. Heute wollen wir uns mit Wortstellungsuniversalien beschäftigen, also Universalien der Syntax. Das ist ein Bereich, der in der Geschichte der Sprachtypologie sehr wichtig war. Diese Forschungen gehen zurück auf Joseph H. Greenberg. Hier ist er, der in den späten 50er und dann in den 60er Jahren und auch noch später ein neues Forschungsprogramm aufgesetzt hat, das versucht hat, mit Stichproben Eigenschaften der menschlichen Sprache allgemein aufzuspüren, also einzelsprachübergreifende Eigenschaften zu entdecken, die nicht nur durch historische Ähnlichkeit, also Verwandtschaft oder Beeinflussung durch areale Beziehungen erklärbar sind und die deswegen verstanden werden können als Eigenschaften, die auf die Sprachfähigkeit des Menschen selbst oder auf die Funktion von Sprache in menschlichen Gesellschaften zurückgehen könnten. Neu war dabei, dass die Syntax, genauer die Wortstellung, gewissermaßen die Stellung von Wörtern zueinander, aber auch von Morphemen zueinander, im Mittelpunkt des Interesses war. Das führte dann zu sogenannten Wortstellungsuniversalien. Universalie heißt eine allgemeine Eigenschaft von Sprache, eine allgemeine Regel. Und hier ist der Begriff der Grundwortstellung essentiell, also der Basic Word Order einer Sprache. Darunter versteht Greenberg die Stellung von Subjekt, Objekt und Verb zueinander, aber auch andere wie von Adjektiv und Nomen oder von Prä- oder Postposition und Nomen und so weiter. Eine Voraussetzung für diese Art von Forschung ist, dass Begriffe wie Subjekt, Objekt, Nomen, Adjektiv und so weiter überhaupt über Sprachen hinweg identifizierbar sind. Sonst kann man damit gar nicht richtig anfangen. Und dass es auch in den Sprachen eine zugrunde liegende Wortstellung gibt, dass Sprachen nicht Wörter völlig frei zusammenstellen können. Beide Voraussetzungen sind problematisch. Also zum einen stellt sich die Frage, was ist ein Subjekt in einer topic-prominenten Sprache wie dem Japanischen oder dem Tagalog? Was ist das Subjekt in einer Ergativsprache wie dem Hirbal? Ja? Was ist das Absolutargument? Ist es das Absolutargument, das Subjekt oder das Ergativargument? Was sollen wir sagen zu Sprachen mit freier Wortstellung, zu Sprachen mit diskontinuierlichen Konstituenten, wo ein komplexes Subjekt aufgespalten werden kann, was zum Deutschen zum Beispiel, wo wir trennbare Präfixe bei Verben haben. Und was sollen wir sagen, wenn es in einer Sprache unterschiedliche Wortstellungen gibt? Das heißt, wenn bestimmte Sätze die eine Wortstellung und andere Sätze die andere haben. Sehen wir uns mal ein paar solche Problemfälle an. Sprachen mit freier Wortstellung. Zum Beispiel im Lateinischen haben wir eine sehr freie Wortstellung, das heißt, man kann praktisch Wörter beliebig umstellen, zumindest innerhalb eines Kernsatzes. Für den Satz Puer puellam amat, der Knabe liebt das Mädchen, können wir jede Wortstellung annehmen, also jede Permutation dieser drei Wörter ergibt einen korrekten lateinischen Satz. Die werden kontextuell unterschiedlich verwendet und sind in poetischer Funktion auch so, dass sie ein bestimmtes Versmaß ausdrücken, aber grammatisch gibt es keine Vorbehalte gegen jegliche Stellung. Sprachen mit diskontinuierlichen Konstituenten. Auch dazu kann das Lateinische als Beispiel dienen. Ich habe hier eine Zeile von Vergil: Ultima cum mari venit iam carminis aetas. Übersetzt, die letzte Epoche des Lieds von Cumae ist jetzt angekommen. Und Sie sehen hier die Konstituente, das Lied, das Lied Carminis von Cumae. Cumae ist eine Genitivmodifikation von Lied. Und das ist also diskontinuierlich und diese Konstituente modifiziert Aetas, also die Zeit, die Epoche. Das gibt es nicht nur in Sprachen wie dem Lateinischen, nicht nur in poetischer Sprache, sondern es gibt durchaus Sprachen, die auch als gesprochene Sprachen eine sehr freie Wortstellung haben. Ein Beispiel hier ist aus dem Tshivali, einer Pamanüngersprache aus dem Nordwesten der USA. Ich habe hier den Satz
mit der Bedeutung The sun made my head sore. Jurungu, die Sonne ergativ. Ngata nha, von mir. Dann hier der Kopf, Partner. Beide haben eine Akkusativmarkierung, die wird hier am Nomen nicht angezeigt. Ja. Und dann hier der Ausdruck krank machen, ein transitives Verb hier. Ja. Und die Stellung ist hier auch so wie im Lateinischen, jede Permutation dieser Wörter ergibt einen korrekten Satz. Sprachen mit unterschiedlicher Wortstellung, ein Beispiel wäre etwa das Französische, wo die meisten Adjektive nachstehen, also wie in Les filles françaises, die französischen Töchter oder Mädchen, und die jungen Mädchen, les jeunes filles, also schön, jeune wird hier vorangestellt. Eine kleinere, mehr oder weniger geschlossene Klasse von Adjektiven steht vor dem Nomen und andere stehen nach dem Nomen. Und im Deutschen haben wir den berühmten Fall einer unterschiedlichen Grundwortstellung im Haupt- und im Nebensatz. Im Hauptsatz haben wir eine, sagen wir mal, Verb-Zweitstellung. Der Junge sieht den Mann und im Nebensatz eine Verb-Endstellung, weil der Junge den Mann sieht. Im Hauptsatz hier also eine SVO-Stellung und im Nebensatz eine SOV-Stellung. Aus diesem Grunde, weil das Deutsche so eine Ausnahmesprache ist in Hinsicht auf die Wortstellung, fangen wir heute nicht mit dem Deutschen an, sondern behandeln das Deutsche zuletzt. Sehen wir uns das etwas genauer an. Das Universale 1 von Greenberg besagt, in Aussagesätzen geht fast immer das Subjekt dem Objekt voran. Im transitiven Satz kommen fast nur die Grundwortstellungen SVO, SOV und VSO vor. Also da geht das Subjekt dem Objekt, also S geht dem O voran. Und die Grundwortstellungen VOS, OSV und OVS sind sehr selten. Das ist ein Korrelat natürlich zu dem zweiten Satz. In dem Sprachsample von Greenberg von 1963, wo er sich 30 Sprachen angesehen hat, ist die Verteilung wie folgt. Also man sieht hier die Stellungstypen SOV, SVO und so weiter. Und hier die Zahl der Sprachen 13, 11, 8. Und für diese Typen hier kommt keine Sprache vor. Hier sind die Prozentzahlen. Das ist sehr ungleich verteilt natürlich. Wenn es keinen Grund gäbe für diese Stellungsverhältnisse, würden wir erwarten, dass für jede Gruppe genau 5 Sprachen im Schnitt vorkommen würden. Das ist ganz und gar nicht so. Man kann hier einen G-Square-Test anwenden und findet, dass diese Verteilung, die Greenberg vorgefunden hat, unter der Annahme, dass es eigentlich von Haus aus so sein sollte, dass jede Grundwortstellung gleich wahrscheinlich ist, dass diese Verteilung zu einer Wahrscheinlichkeit von kleiner als 0,0006 zu erwarten ist. Das ist also höchst unwahrscheinlich und damit ist die Nullhypothese widerlegt. Und wir können zeigen, dass es da offensichtlich Gründe gibt für bestimmte Stellungen, für SOV und SVO, und Gründe gibt gegen andere Stellungen wie etwa OVS und OSV. Diese Samples wurden später ausgeweitet in Greenbergs Projekt selbst. Hat Tomlin ein Sample von 402 Sprachen sich angeschaut. Das ist keine andere Situation. Ja, gewissermaßen die Prozentverhältnisse sind ganz ähnlich. Es kommen hier aber auch VOS, OVS und OS, und eine OVS-Sprache vor, noch keine OSV-Sprache. In dem Sample von Dreyer von 2006 im World Atlas of Linguistic Structures kommen 1228 Sprachen vor, da kommt jetzt auch eine OSV-Sprache vor. Sonst sind die Verhältnisse aber ganz ähnlich. Und hier ist es natürlich völlig unwahrscheinlich, dass man eine solche Verteilung finden würde, wenn es da keine zugrunde liegende Ursache gäbe. Die Wahrscheinlichkeit hier, sowas
zufällig zu finden ist kleiner als 2 hoch minus 16. Das sind hier die aktuell aus dem World Atlas of Linguistic Structure aufgerufenen Daten von dem Artikel von Matthew Dreyer. Hier ist er. Er ist selbst Spezialist für nordamerikanische Sprachen und Sprachen von Papua-Neuguinea und hat sich viele hundert Grammatiken angeschaut auf die Grundwortstellung hin. Wir finden hier die Daten SOV am häufigsten, gefolgt von SVO, gefolgt von VSO, gefolgt von VOS, dann OVS und 4 Sprachen mit der Grundwortstellung OSV. Es gibt keine dominante Stellung, immerhin für knapp 200 Sprachen. Und was Sie hier an der Farbkodierung schön sehen, ist, dass Sprachen mit ähnlicher Wortstellung auch in ähnlichen Gebieten gesprochen werden. Also im Bereich der Sprachen Asiens, also außer in Südostasien, haben wir sehr viel SOV, das ist ja blau kodiert. Ja. In Europa überwiegt SVO. Ja. Wir haben einige VSO-Sprachen, zum Beispiel im Irischen hier. Ja. Wir haben SOV im Baskischen etwa. Ja. Wir haben das Deutsche, das keine dominante Wortstellung besitzt, das Niederländische ebenfalls nicht. Was hier blau angezeichnet ist, ist das Sorbische, das also eine SOV-Stellung bevorzugt aufweist, aber auch noch relativ frei ist. Und hier in Afrika zum Beispiel finden wir sehr viel SVO, eher am Rande hier SOV-Sprachen. In Indien überwiegt SOV, aber in Südostasien dann SVO. Wenn wir uns andere Bereiche ansehen, also im Bereich der austronesischen Sprachen kommt relativ oft VSO oder VOS vor. Sie sehen also hier, dass wir zum einen eine Ähnlichkeit haben in der Grundwortstellung von benachbarten Sprachen, dass wir aber auch bestimmte Typen sehr, sehr häufig vorfinden. Die Sprachen vom Typ OVS und OSV kommen praktisch nur in Südamerika vor, mit einer Ausnahme hier OVS im ozeanischen Gebiet. Es ist aufschlussreich, sich einige Gegenden genauer anzuschauen, zum Beispiel Nord- und Südamerika. Wir finden hier eine relative Vielfalt von unterschiedlichen Wortstellungen. Auch seltene wie OSV und VSO kommen hier vor. Das sind hier die Grünen. Sonst finden wir bestimmte Cluster auch. Wir finden also SOV, das sind hier die Blauen, aber auch Verbinitialsprachen hier im Maya-Bereich, die gelben hier, und Verbinitialsprachen auch an der Nordwestküste. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel Papua-Neuguinea anschauen, dann finden wir im Zentrum gewissermaßen sehr viel SOV-Sprachen, das sind die blauen, am Rand im Norden SVO-Sprachen, das sind fast durchgängig austronesische Sprachen. Die SOV-Sprachen gehören typischerweise den Papua-Sprachen an. Wir wissen, dass es eine große Sprachenvielfalt gibt. In der Wortstellung sind sich die Sprachen aber relativ ähnlich und eine ganze Reihe von austronesischen Sprachen sind auch zum blauen SOV-Typ übergegangen. Eine andere Gruppe, die interessant ist, ist der Kaukasus. Interessant deswegen, weil es da sehr wenig Variation gibt. Wir haben fast durchgängig SOV-Sprachen, obwohl wir natürlich hier eine große Sprachenvielfalt haben. Wir sehen hier, dass sich Sprachen hinsichtlich der Wortstellung durchaus annähern können. Das ist hier ein regionales Phänomen, ein areales Phänomen. Und wenn wir uns Australien anschauen, ich habe hier die Sprachen ohne feste Wortstellung, ohne Grundwortstellung schwarz eingefärbt. Das sind hier relativ viele Sprachen ohne feste Wortstellung. Wir haben ja schon ein Beispiel davon gesehen. Ich will diese Grundwortstellungen ein bisschen mit konkreten Sprachen unterlegen. Also SOV, sehr viele Sprachen, Japanisch, Koreanisch, Türkisch, Quechua und viele andere gehören dazu. SVO ebenfalls sehr viele Sprachen, Englisch, Vietnamesisch, Swahili, Yoruba.
VSO-Sprachen schon etwas seltener. Beispiele sind Arabisch, Walisisch oder Tagalog. Hier ein Satz im Walisischen: Der Drache tötete den Mann. Thlathos killed Idraik, der Drache, Idin, den Mann. Also der Drache tötete den Mann. VOS, ein Beispiel ist das Malagasische. Hier ein Beispiel für den Satz: Rasos suchte das Kind. Mitadi, das ist das Verb, suchen mit einem Präfix mi, was hier nicht markiert ist. Ni Sasa, das Kind. Rasor, Rasor ist sein Name, das ist das Subjekt, es steht am Ende. OVS, die erste Sprache, die als OVS-Sprache identifiziert worden ist, ist das Hishkariana, eine Sprache im Amazonasgebiet, karibisch. Für der Jaguar schnappte den Mann, haben wir die Stellung Toto, Mann, dann ein Verb, das eine dritte Person als Subjekt und eine dritte Person als Objekt hat. Es wird hier durch ein Morphem i markiert. Yabisiye, je ist dann Präteritum. Und dann Kamura, das ist der Jaguar, das ist das Subjekt. Und OSV, ein Beispiel, das Nadeb, eine Makupinabe-Sprache, ebenfalls in Brasilien. Wir haben hier für den Satz Subi ist die Kaderwurzel. Das Wort für Kaderwurzel, Manein, dann den Namen Subib und dann das Verb essen, Awa. Keine Kongruenz hier, die Stellung ist jedenfalls Objekt, Subjekt, Verb. Greenberg hat nun versucht, diese Gesetzmäßigkeiten durch sogenannte Universale darzustellen. Das sind Sätze, Aussagen, die für alle Sprachen gelten sollten. Sein erstes Universale sagt, in Aussagesätzen geht fast immer das Subjekt dem Objekt voran. Also Subjekt, Objekt, nicht Objekt, Subjekt. Eine mögliche Erklärung dafür ist, dass das Subjekt in der Regel das Topic der Aussage ist, also dasjenige, worüber der Sprecher spricht. Und aus Gründen der besseren Verarbeitung von solchen Topic-Kommentarstrukturen steht das Topic zuerst und wird gefolgt dann von dem Kommentar. Wir erwähnen zuerst dasjenige, worüber wir die Aussage machen und machen dann die Aussage. Das erklärt also, warum Sprachen, in denen das Subjekt vor dem Objekt kommt und das Subjekt am Anfang des Satzes steht, bevorzugt sind. Es erklärt auch, warum Verb-Subjekt-Objekt-Sprachen seltener sind als SOV- oder SVO-Sprachen. Denn in VSO-Sprachen steht das Subjekt zwar vor dem Objekt, aber eben nicht am Anfang des Satzes. Es gibt einen weiteren Grund für die Seltenheit von VSO, den man anführen könnte hier. Es ist so, dass die Argumente des Verbs unterschiedlich nah zum Verb stehen. Verb und Objekt bilden eine Konstituente, eine VP. Das ist etwas, was schon früh angenommen worden ist. Eine frühe Referenz hier ist der Psychologe Wilhelm Wundt, der allgemein von binären Strukturen in der Sprache ausgegangen ist und der eben angenommen hat, dass Objekt und Verb eine Konstituente bilden, ein Prädikat, das wir heute Verbalphrase VP nennen. Ja? Also wir haben diese Struktur und wenn nun eine Tendenz besteht, dass die Teile einer Struktur eher zusammenstehen, dann ist das gegen die, dann steht das gegen die VSO-Struktur, denn wie Sie sehen, bei SOV und SVO können O und V oder V und O hier eine Konstituente bilden, bei VSO eben nicht. Und man hat auch angenommen, dass die VSO-Sprachen, die es natürlich gibt, wie Walisisch etwa, eine zugrunde liegende Struktur haben, in der V und O zusammenstehen und dann das Verb zum Beispiel an den Beginn des Satzes bewegt wird. Die nächste Frage, die sich Greenberg gestellt hat, war, ob bestimmte Stellungstypen miteinander korrelieren. Was damit gemeint ist, ist das Folgende. Wir haben die Stellung von Verb, Subjekt, Objekt im transitiven Satz auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite etwa die Stellung von Adjektiv und Nomen, A und N zueinander, Voranstellung oder Nachstellung. Wenn es eine
bestimmte Stellungsvariante in der Sprache gibt. Oder wir haben die Stellung von Adpositionen, also Prä- oder Postpositionen und der NP. Also die Präposition oder Postposition P kann voranstehen oder nachstehen. Um gewissermaßen einen neutralen Term zu haben, nennt man das eine Adposition. Und Präposition ist eben dann die vorangestellte und Postposition die nachgestellte Variante. So, was finden wir in dem 30-Sprachen-Sample? Und das hat sich dann auch weitgehend wiederum bestätigt. Wenn wir VSO, SVO und SOV vergleichen, ich habe es in dieser Reihenfolge hier gemacht, weil da Tendenzen deutlicher werden, und die Nachstellung von Adpositionen, die Nachstellung von Adpositionen und die Voranstellung von Adpositionen uns anschauen, finden wir dieses Verhältnis. Sie sehen, das ist ziemlich ungleich verteilt. Auf jeden Fall nicht so, wie es wäre, wenn wir keinen Zusammenhang hätten. Also insbesondere kommen Postpositionen bei VSO-Sprachen nicht vor und Präpositionen in diesem Sample bei SOV-Sprachen. Und bei den Adjektiven, das sind jetzt nicht 30 Sprachen, weil nicht bei allen Sprachen es eine bestimmte Adjektivstellung gab, da finden wir ebenfalls eine Ungleichverteilung, ist vielleicht nicht ganz so ausgeprägt, aber wir finden etwa in VSO-Sprachen keine Voranstellung des Adjektivs und in SOV-Sprachen hier keine Nachstellung. Das kommt zwar vor, aber in diesem Sample ist das eben nicht vorgekommen. Die Verteilung in der Stichprobe wäre sehr ungewöhnlich, wenn die Wortstellungseigenschaften in der Grundgesamtheit zufällig verteilt wären. Und deswegen kann man hier einen Zusammenhang vermuten. Diese Beziehungen haben sich weitgehend erhärtet, auch wenn man sehr viel größere Sprachsamples sich anschaut. Zum Beispiel hat Matthew Dreyer im World Atlas of Language Structures die Daten zusammengetragen zur Stellung von Objekt und Verb, also OV oder VO, und der Existenz von Postpositionen oder Präpositionen. Also blau sind OV und Postpositionen, grün sind OV und Präpositionen. Sie finden hier sehr viel mehr blaue Sprachen gewissermaßen als grüne Sprachen. Grüne gibt es nur relativ wenige in diesem Bereich hier etwa und ein paar andere auch noch. Ja. Und wir können uns ebenfalls anschauen, Verbobjekt und Postpositionen und Verbobjekt und Präpositionen. Auch da ist der letztere Typ, also hier rot markiert, sehr viel mehr vertreten als der Typ von Verbobjekt und Postpositionen. Sie sehen also auch hier eine starke Tendenz, diese Eigenschaft der Nachstellung des Objekts zum Verb und der Voranstellung der Adposition zur Nominalphrase. Ja, diese Tendenz sieht man hier sehr klar. Andere Sprachen gibt es auch, wo es also keine klaren Verhältnisse gibt, wo es zum Beispiel Präpositionen und Postpositionen gibt. Das Deutsche gehört dazu, das ist hier weiß markiert, weil das Deutsche eben Präpositionen und Postpositionen hat. Wir werden das noch sehen. Das Sorbische hier ist auch speziell hier, es ist eine OV-Sprache, hat aber Präpositionen. Die Korrelation mit OV versus VO und der Stellung des Adjektivs zum Nomen, Voranstellung oder Nachstellung, ist zwar auch da, aber sehr viel weniger stark. Wir haben hier, wenn wir vergleichen OV-Sprachen und Voranstellung des Adjektivs, also hier, 216 und OV-Sprachen und Nachstellung des Adjektivs 332. Es gibt eine bestimmte Tendenz hier zu den hier grün markierten Sprachen im Vergleich zu den blau markierten Sprachen, aber die ist nicht besonders stark. Ja. Bei den VO-Sprachen haben wir eine Tendenz, wie wir sehen, wenn wir die gelb markierten Sprachen mit den rot markierten Sprachen vergleichen, zu einer Nachstellung des Adjektivs, also in beiden Fällen eine Nachstellung des Adjektivs, ja. Aber diese Nachstellung des Adjektivs scheint stärker ausgeprägt zu sein bei den VO-Sprachen.
Also es scheint insgesamt so zu sein, dass das Adjektive gerne nachstehen, nach dem Nomen stehen, aber diese Tendenz ist offensichtlich wesentlich stärker, wenn man diese zwei betrachtet bei VO-Sprachen als bei OV-Sprachen. Greenberg selbst, hier nochmal seine Daten, hat es dann so ausgedrückt in Form von implikativen Universalien, also eine Implikation. Universale 3 sagt, Sprachen mit VSO-Stellung sind fast immer präpositional. Also VSO-Sprachen sind fast immer präpositional. Auch er hatte schon einige Ausnahmen, aber nicht in einem 30-Sprachen-Sample. Also wenn VSO, dann Präposition vor NP. Das Universale 4 sagt, Sprachen mit SOV-Sprachen sind fast immer postpositional. Fast immer, auch er hatte schon Ausnahmen gefunden. Wenn SOV, dann NPP. Und das Universale 17, Sprachen mit VSO-Stellung haben fast immer die Stellung Adjektiv nach Nomen. Also VSO und Adjektiv nach Nomen gehen zusammen. So, das sind sogenannte implikative Universalien der Art, wie sie Greenberg aufgestellt hat. Sehen wir uns einige weitere Wortstellungsuniversalien von Greenberg an. Das zweite Universale sagt, in Sprachen mit Präpositionen folgt fast immer die Genitivphrase der Nominalphrase. Eine Genitivphrase ist eine volle NP, die eine andere NP spezifiziert, so etwa wie Peters Haus, da ist Peters die Genitivphrase, oder das Haus von Peter, da ist von Peter die Genitivphrase in diesem Sinn. Ja? Also Präpositionen, dann folgt die Genitivphrase. In Sprachen mit Postpositionen hingegen geht die Genitivphrase fast immer dem Nomen voran. Das neunte Universale, Sprachen mit satzinitialen Fragepartikeln, das sind also Partikel, die eine Frage anzeigen, die am Anfang des Satzes stehen. Solche Sprachen sind gewöhnlich Sprachen mit Präpositionen. Also wenn die Fragepartikel Q vor dem Satz steht, haben wir Präpositionen. Und wenn die Fragepartikel am Ende des Satzes steht, dann haben wir Postpositionen. Also zum Beispiel eine Sprache mit Fragepartikel, die voran steht, so kann man das Französische ansehen mit der Est-ce-que-Frage, die ja Satzfragen einleiten kann, ist eine der Möglichkeiten im Französischen. Und Französisch hat auch Präpositionen. Sprachen mit nachgestellten Fragepartikeln, das Japanische etwa mit Ka, und das Japanische hat auch Postpositionen. Das Universale 16 besagt dann, in Sprachen mit VSO-Stellung steht das Auxiliar vor dem Hauptverb, also wenn VSO, dann AUX vor V, das Hilfsverb vor dem Verb. In Sprachen mit SOV-Stellung steht das Auxiliar nach dem Verb, also wenn SOV, dann VAUX. Man hat im Anschluss dann versucht, gewissermaßen zwei große Sprachtypen zu postulieren, OV-Sprachen und VO-Sprachen, wobei es bei den VO-Sprachen die VSO- oder VOS-Sprachen gibt, die strikter sind und die SVO-Sprachen sind weniger strikt. Also wir haben diese Typen OV auf der einen Seite, VO auf der anderen Seite mit diesen Untertypen. Und wir haben eine Tendenz für viele andere Eigenschaften, sich so zu verhalten für die OV-Sprachen, also etwa Postpositionen zu haben, und so zu verhalten für die VO-Sprachen. Ja? Und zum Beispiel finden wir bei den OV-Typen, dass Genitivphrasen vor den Nomen stehen. In den VSO- oder VOS-Typen, dass Genitivphrasen nach den Nomen stehen, und bei SVO-Sprachen finden wir eher einen gemischten Typ. Ja? Oder bei den Relativsätzen finden wir, dass Relativsätze nach dem Nomen stehen in Sprachen vom VO-Typ, und in Sprachen von dem OV-Typ können sie nach dem Nomen stehen, aber auch vor dem Nomen stehen. Sie sehen also hier eine Korrelation zwischen
grammatischen Eigenschaften, die sehr breit gefächert sind, mit dem Grundwortstellungstyp einer Sprache OV oder VO. Wenn man so allgemein über sprachliche Eigenschaften spricht, vergisst man eigentlich schnell, was da in diesen Gesetzen eigentlich zusammengefasst ist. Und ich werde jetzt einem Artikel von Draja folgend ein paar Beispiele von solchen Sprachen vorstellen, von Sprachen, die nicht verwandt sind und auch keinen historischen Kontakt miteinander hatten, die aber ähnliche Eigenschaften haben. Also fangen wir mal an. Leskisch, eine nordostkaukasische Sprache im Kaukasus also gesprochen, ist eine SOV-Sprache, wie viele Sprachen im Kaukasus, alle eigentlich, wie etwa in diesem Satz hier zu sehen. Afilia schrieb einen Artikel, Afia Ergativ Artikel schrieb, Aorist ist eine Tempusform hier. Wir haben Adverb vor dem Verb, das ist eine der korrelierenden Stellungen. Mirzebek rief laut, also Mirzebek Ergativ strong, also laut, Adverb rief, das Adverb vor dem Verb. Wir haben Postpositionen zu den Doktoren, zum Beispiel die Postposition zu steht hier nach. Wir haben Genitiv vor der Nominalphrase, die Schwester von Farid, also Farid, Genitivmarkierung, Schwester, Farids Schwester. Wir haben jetzt bei Vergleichen, wo wir ein Adjektiv in eine Komparativform setzen und mit einem anderen Element vergleichen, also so etwa wie größer als Maria, die Stellung Standard, Komparativ, Adjektiv. Standard ist die Vergleichsphrase, also die Als-Phrase gewissermaßen. Hier haben wir den Satz, einer ist ein wenig kürzer als der andere. Und wir haben hier einer, der andere super, also der Vergleich damit, die Komparativform. Und dann kommt das Adjektiv, also hier Standard other, Geküder, Komparativ lei, das ist hier diese Form super, und dann das Adjektiv. Und Satzkomplementierer, die Sätze einleitend sind Satzfinal, also in dem Nebensatz, weil er nicht wollte, dass das Mädchen sich schämt, dem Mädchen da im Dativ sich schämen, ist, wollte nicht. Und dann hier kommt die weil, der Subordinator, der einen Begründungssatz hier liefert, der steht am Ende. So viel also zum Leskischen. Sehen wir uns eine weitere Sprache an. Auch SOV, das Slave, eine athabaskische Sprache, eine Nadine-Sprache in Kanada. Also SOV, das Mädchen schlug den Hund, Girl, Dog, Beat. Ja. Das Adverb steht vor dem Verb. Ich tanze schlecht, bad dance, mit einer ersten Person Singular-Kongruenz hier. Wir haben Postpositionen, mit dem Mann ist Mann mit, dene be. Na dene übrigens, da steckt das Wort für Mann drin, in der Bezeichnung der Sprachfamilie. Das Jackett des Vaters, also Genitivphrase, Vater, Jackett, keine Markierung des Genitivs, aber das modifizierende Nomen wird vorangestellt. Wir haben Standard, Komparativ, Adjektiv in Mein Bruder ist größer als dein Bruder. Wir haben hier mein Bruder, also mein älterer Bruder, eher größer als dein Bruder, also mein wir haben hier zweiter Singular, also dein älterer Bruder, das ist der Standard, als, das ist die Komparativmarkierung und dann das Adjektiv hier groß. Ja. Und Komplementierer sind Satzfinal, also weil ich keine Partner hatte, da steht das weil hier because am Ende des Nebensatzes.
Und schauen wir uns eine dritte SOV-Sprache an, das Siroi, eine Sprache in Papua-Neuguinea, eine Papua-Sprache. Wir haben hier SOV, also ein Taipan beißt einen Mann, Taipan spezifisch Mann beißen, also diese SOV-Stellung haben wir hier. Das Adverb steht vor dem Verb, er geht schnell, he quickly go, das Adverb steht vor dem Verb. Wir haben Postpositionen mit einem Bogen, B ist die Postposition, B, also die zeigt ein Instrument an und das steht nach dem Nomen. Wir haben Genitiv vor einer Nominalphrase, der Hund des Lehrers. Wir haben hier also das Wort für Lehrer, dieser Genitiv markiert mit Tuku und dann das Wort für Hund, Age. Für Standard-Komparativ Additiv gibt es da keine Daten. Diese Konstruktion gibt es nicht in dieser Sprache. Das ist ganz üblich in Papua-Sprachen. Wir haben aber Satzfinale, Komplementierer. Für weil du es gestohlen hast, steht das weil Tukuno hier am Ende des Nebensatzes. Wir haben jetzt also drei SOV-Sprachen uns angeschaut. Schauen wir uns jetzt drei VSO-Sprachen an. Wir beginnen mit dem Fiji, einer austronesischen Sprache. Also es sind eigentlich zwei oder drei Sprachen, die in Fiji gesprochen werden. Im Fiji haben wir VSO oder VOS-Stellung. Das Verb steht auf jeden Fall am Anfang des Satzes, wie hier etwa. Dieser Satz heißt, die alte Person sah das Kind oder das Kind sah die alte Person. Die Stellung hier ist drittes Singular, sehen, Transitiv. Artikel Kind, Artikel alte Person. Und wie gesagt, der Satz ist ambig, aber auf jeden Fall steht das Verb am Anfang des Satzes. Das Adverb steht jetzt nach dem Verb. Versuche etwas schneller zu laufen. Ein wenig laufen schneller. Ja? Also schneller steht nach dem Verb für Rennen hier. Ja? Wir haben Präpositionen. Von Wairii, das ist ein Name offensichtlich, also Präpositionen, Mai steht vor dem Namen, die Hand von John, wir haben ein Genitiv, der nachgestellt ist, also A ligai Johnne, John steht hier nach dem Verb, nach dem Nomen, das modifiziert wird. Wir haben jetzt bei Vergleichskonstruktionen Adjektiv, Komparativ, Standard, also anders als bei SOV-Sprachen. Für Waitabo ist besser als Suva, das sind also zwei Städte. Suva ist die Hauptstadt von Fiji. So, das Verb gut steht am Anfang, dann das Adjektiv gut steht am, das Prädikat gut steht am Anfang, also das ist das Adjektiv hier gewissermaßen. Dann kommt der Vergleich durch dieses Zae, Moor, und dann Vairabu, das ist das Subjekt, und dann kommt hier der Vergleich Suva. Ja? Also der Standard steht nach. Komplementierer sind jetzt Satzinitial. Wenn ich sehr müde bin, das Wenn steht hier am Anfang des Satzes, Neo. Also anders als bei den SOV-Sprachen. Sehen wir uns jetzt eine verbinitiale Sprache an, aus einer anderen Gegend, nämlich das Turkana, eine nilo-saharanische Sprache in Kenia gesprochen, am Turkana-See. VSO, zum Beispiel, Vater will essen. Wollen, Vater, essen. Also das Wollen, das Hauptverb hier, steht am Anfang des Satzes. Wir haben Adverbien, die dem Verb folgen. Er hat blind geschossen. Also schießen, blind, das ist hier ein Adverb. Wir haben Präpositionen. Er schoss mit einem Gewehr. Also Atöme ist das Gewehr und A ist die Präposition mit einem Gewehr. Wir haben Genitive, die der Nominalphrase folgen. Die Mutter von dem Jungen, also Mutter seine von dem Jungen,
der Junge steht hier nach. Wir haben die Stellung Adjektiv-Komparativ-Standard, also für diese Straße ist besser als jene. Gut, Straße diese übertrifft jene. Also jene Straße, Ngol, ist hier der Standard. Übertreffen ist hier die Komparativform und und das adjektivische Prädikat ist hier gut. Also diese Stellung hier für Komplementierer hatte Dreyer kein Beispiel gefunden. Die letzte Verbinitialsprache, die wir uns anschauen wollen, ist das Lilao-Chinantec, eine Otomangesprache in Mexiko, Zentralmexiko. Diese Sprachen sind berühmt für ihre Tonsysteme. Und ich habe hier die Töne hier mit angegeben im ersten Beispiel. Für jene Person schlug auf meinen Kopf haben wir Verbinitial, also Präteritum, Strike. Das ist eine kompletive Form, das heißt, der Schlag ist ausgeführt, konkurriert mit der dritten Person. Dann kommt hier Klassifikator Kopf, erste Person Singular, also mein Kopf. Und dann haben wir hier diese Person. Wir haben Adverbien nach dem Verb, also ich werde es gut waschen. Ich beabsichtige es, das ist diese Form, die Intentiv ist zu waschen, gut. Wir haben Präpositionen, also im Unkraut, he ist die Präposition, nu ist Unkraut. Wir haben nachgestellte Genitive, die Mutter der Babys, also Mutter von den Babys. Die Babys sind nachgestellt mit einer Pluralmarkierung hier. Wir haben die Stellung Adjektiv-Komparativ-Standard für den Satz, dein Fuß ist größer als meiner. Da haben wir hier groß, das Adjektiv, der Standard, also der Komparativ hier mehr und dann der Vergleich dein Fuß, ja, also Fuß, zweite Person Singular, ja. Und Komplementierer sind Satzinitial, stehen am Anfang des Satzes. Weil mein Lohn nicht ausreichend ist, das Wort für weil hier, because, steht hier am Anfang des Satzes. So, das waren jetzt 3x3 Sprachen für SOV und VSO oder VOS-Typ. Und Sie sehen, dass man eigentlich immer wieder ähnliche Verhältnisse findet, dass Ausnahmen wirklich selten sind. Ich dachte, es ist mal ganz gut, sich diese Greenbergschen Verallgemeinerungen anhand von drei zufällig ausgewählten Sprachen auszugshaft vorzuführen. Wir kommen jetzt zum Deutschen. Ich habe schon angedeutet, dass das Deutsche eine schwierige Sprache hinsichtlich der Wortstellungsklassifikation darstellt. Schauen wir uns das also etwas näher an. In Hauptsätzen ist die Wortstellung relativ frei, aber die Grundwortstellung scheint hier SVO zu sein, in transitiven Sätzen jedenfalls. Wir haben hier etwa der Junge sah den Mann, das ist der normale Satz. Wir können auch sagen, den Mann sah der Junge, wenn wir etwa über den Mann sprechen wollen. Also OVS ist auch möglich. Wenn es allerdings keine Kasusdistinktion gibt, also im Femininum zum Beispiel, das Mädchen sah die Mutter, also im Neutrum und im Femininum, das Mädchen sah die Mutter, verstehen wir das Mädchen als die Sehende. Und in die Mutter sah das Mädchen, ist es nicht sehr plausibel, dass man hier die Mutter als die Gesehene ansieht. Es ist vielleicht möglich mit besonderer Betonung, aber es ist eher unwahrscheinlich, diesen Satz so zu verstehen. Eingebettete Sätze, also wir haben über Hauptsätze gesprochen, aber eingebettete Sätze weisen in der Regel SOV-Stellung auf oder allgemein Verb-Endstellung. Das ist wohl bekannt. Wir sagen etwa, Hans weiß, dass der Junge den Berg bestieg. Also mit dem Verb bestieg am Ende des Satzes. Oder auch der Tag, an dem der Junge den Berg bestieg. Wir haben hier einen Relativsatz. Oder auch Hans freut sich, weil der Junge den Berg bestieg. Einen Weilsatz. Es gibt aber auch SVO-Nebensätze. Etwa in Hans freut sich,
Denn der Junge bestieg den Berg, also ein Densatz ist ein Nebensatz, aber er hat die Hauptsatzstellung. Hans freut sich, weil der Junge bestieg den Berg. Weil kann auch Verb zweit zur Folge haben in bestimmten Lesarten. Und es gibt Jungen, die freuen sich auf eine Bergbesteigung. Das scheint so wie ein Relativsatz zu sein. Also die Jungen werden hier näher modifiziert. Aber wir haben hier eine Verb-Zweitstellung. Die freuen sich, nicht die sich auf eine Bergbesteigung freuen. Wir haben ferner Satz-Klammer-Konstruktionen, etwa bei Auxiliaren. Der Junge hat den Berg bestiegen. Wir haben hier das finite Auxiliar hat in der Zweitposition und das nicht finite Partizip hier in der Endposition. Oder auch bei trennbaren Verben. Der Junge stand schon am frühen Morgen auf. Stehen, der Stamm des Verbs hier, geht an die zweite Position. Und ist ja auch flektiert, also das flektierte Verb in der zweiten Position. Das trennbare Präfix bleibt am Ende stehen. Sehen wir uns weitere Wortstellungseigenschaften des Deutschen an. Adjektive gehen den Nomen voran. Wir sagen rote Rose, selten und poetisch vielleicht Röslein rot, das kommt aber wirklich nur ganz selten vor. Wir haben Genitive, die sowohl vor als auch nach dem Nomen oder der Nominalphrase stehen können, wobei die Voranstellung eher eingeschränkter ist. Wir haben etwa Peters Tochter, aber auch die Tochter von Peter, also Voranstellung und Nachstellung. Wir haben auch Rekursion gewissermaßen, wie in das Auto der Tochter von Peter, aber ziemlich eingeschränkt Peters Tochters Auto. Ja, also die Voranstellung erlaubt nur eine eingeschränkte Rekursion. Des Königs Tochter haben wir und die Tochter des Königs, also auch mit Nominalphrasen, nicht nur mit Namen. Wir haben auch kolloquial, also in der Sprechsprache, von dem König die Tochter und die Tochter von dem König. Also beide Stellungen hier auch und auch dem König seine Tochter, also mit einem Dativ. Adpositionen stehen in der Regel vor der Nominalphrase, wie auf den Berg, nicht den Berg auf. Wir haben also Präpositionen. Wir haben aber auch Postpositionen wie der Kinder halber, nicht halber der Kinder. Und wir haben Ambipositionen, das ist selten, aber mit wegen ist das so, wegen der Kinder und der Kinder wegen. Beides existiert. Auxiliare gehen dem Verb im Hauptsatz voran, aber folgen im Nebensatz. Das ist gewissermaßen zu erwarten bei der unterschiedlichen Stellung in Haupt- und Nebensätzen. Also wir haben Hans wird gehen und weil Hans gehen wird. Voranstellung des Auxiliars, Nachstellung. Adverbien folgen dem Verb im Hauptsatz, aber gehen im Nebensatz voran. Wir haben etwa Hans geht schnell, das Adverb folgt und weil Hans schnell geht, das Adverb schnell geht voran. Relativsätze folgen dem Nomen, das Kind, das den Apfel aß, etwa. Aber wir haben auch Partizipialausdrücke, die wie Relativsätze funktionieren, etwas eingeschränkter sind und die gehen dem Nomen voran, wie in das den Apfel essende Kind und der von dem Kind gegessenen Apfel. Ich habe schon erwähnt, Partizip Perfekt modifizieren das Patiens und Partizip Präsens wie essende modifizieren den Agens. Dieser zweideutige Stellungstyp des Deutschen ist Grammatiker natürlich schon früh aufgefallen und die Standardannahme, die man heute typischerweise macht, die geht auf Manfred Bierwisch, Grammatik des deutschen Verbs und Edmund Bach, The Order of Elements in a Transformational Grammar zurück, etwa gleichzeitig. Hier sind die beiden Wissenschaftler Manfred Bierwisch und Edmund Bach.
Die Nebensatzstellung SOV wird als zugrunde liegend angesehen und die Hauptsatzstellung ergibt sich aus einer Bewegung des Verbs nach vorne gewissermaßen in die zweite Position. Heute wird das oft in der sogenannten X-Bar-Grammatik implementiert und ich will das hier kurz darstellen. Wir haben hier die Struktur des Nebensatzes. Ich habe hier, dass der Junge gestern ein Buch gekauft hat. Wir haben hier eine CP, dann einen Komplementierer das, dann eine IP, eine Inflektionsphrase, oft auch TP für Tensphrase genannt, mit der Junge und dem finiten Verb hat hier als der sogenannte Kopf der IP. Und dann haben wir Aspektphrase oder auch kleine VP genannt, gestern ein Buch gekauft. Und eine VP ein Buch gekauft. Das Subjekt, der Junge, ist innerhalb der kleinen VP hier entstanden und ist hier an die Spezifikatorposition der IP gewandert und löst da gewissermaßen Kongruenz aus mit dem finiten Verb hat in der dritten Person Singular. Ich kann jetzt diese einzelnen Annahmen nicht im Detail erörtern, will aber zeigen, wie dann verschiedene Stellungen daraus entstehen. Also in dem Hauptsatz, der Junge hat gestern ein Buch gekauft, finden wir, dass erstens das finite Verb hat sich in die Spezifikatorposition der CP bewegt, da wo früher, wo zuvor, sollte ich sagen, der Komplementierer das gestanden hat. Und eine weitere Konstituente aus diesem Rest, dem sogenannten Mittelfeld, bewegt sich an die Spezifikatorstelle der CP, also etwa der Junge. Ja, der Junge hat gestern ein Buch gekauft, entsteht dann. Es kann sich aber auch eine andere Konstituente an diese Position bewegen. Zum Beispiel das Adverb gestern hat der Junge ein Buch gekauft. Jetzt hat sich hier das Adverb von hier an die Initialstelle bewegt. Oder das Objekt, ein Buch hat der Junge gestern gekauft. Also hier hat sich das Objekt an diese Stelle bewegt. Oder auch etwa die ganze VP, ein Buch gekauft hat der Junge gestern. Auch das ist ein korrekter deutscher Satz. Also hier ist eine andere, eine größere Konstituente in das Vorfeld, in die Spezifikatorposition der VP gewandert. Oder noch größer, gestern ein Buch gekauft hat der Junge. Das ist schon etwas schwerfälliger natürlich, weil die Konstituente, die da in das Vorfeld wandert, im Verhältnis zum Restsatz sehr, sehr groß ist. Aber noch immer ist es ein korrekter deutscher Satz. Ich kann einen Fragesatz, Verzeihung, ich kann das Vorfeld auch durch es füllen. Es hat der Junge gestern ein Buch gekauft. Das ist nicht so gut mit definierten Nominalphrasen. Ich kann aber sagen, es hat ein Junge gestern ein Buch gekauft. Das ist dann viel besser. Definite Nominalphrasen, wenn es solche gibt, tendieren dazu, dann doch in das Vorfeld zu gehen. Nun, wir sehen, was die Wortstellung betrifft, dass die Köpfe der VP und der IP und auch der kleinen VP hier final sind. Also hat gekauft hier, ja. Und der Kopf der CP, der ist initial, der steht vorne. Also davor steht ein Spezifikator, aber der Kopf steht vor dem Komplement. Und so auf diese Weise kann man den zwiespältigen Wortstellungstyp des Deutschen festmachen. Die meisten Köpfe stehen am Ende, aber eben der Kopf der CP, der steht am Anfang vor dem Komplement. Und auf diese Weise kommt es dann zu unterschiedlichen Stellungen bei Nebensätzen und bei Hauptsätzen. Diese Satz-Zweitposition, da wo das finite Verb steht, die heißt auch oft die Wackernagelposition nach dem Grammatiker Jakob Wackernagel.
Sie nimmt eine wichtige Funktion in der Grammatik von vielen Sprachen ein. Da findet man oft bestimmte hervorragende, wichtige Ausdrücke, also Partikeln zum Beispiel. Um das zu illustrieren, möchte ich das Walpiri, eine Sprache in Australien, anführen. Die ist von Kenneth Hale untersucht worden. Hier ist er, glaube ich, ja. Ein sehr berühmter Sprachwissenschaftler und Sprachenkenner, der diesen Begriff der Non-Configurational Language angebracht hat, das heißt einer Sprache, die in ihrer Grammatik keine bestimmte Stellung bevorzugt. Wie sieht das aus im Walpiri? Im Walpiri haben wir gewissermaßen nur ein syntaktisches Gesetz, vielleicht übertreibe ich da ein bisschen, nämlich dass das finite Element, das hier also Präsens anzeigt und ein Subjekt in der dritten Person Dual und ein Objekt in der dritten Person Plural, der ganze Satz heißt, die zwei Hunde jagen die Ochsen, ja, dass dieses finite Element in der Zweitposition vorkommen muss. Ja, das ist die einzige Regel. So wie im Deutschen eben eine Verb-Zweitstellung des finiten Verbs erfordert ist im Hauptsatz, gibt es im Walpiri diesen Zwang einer Stellung an des Finitums in der Zweitposition. Sonst kann man die Ausdrücke noch sehr viel freier in der Stellung variieren als im Deutschen. Es gibt einige weitere Sprachen, die diesen Mischtyp des Deutschen aufweisen. Nicht allzu viele eigentlich. Das Niederländische gehört dazu, das ist mit dem Deutschen ganz eng verwandt. Das Jiddische gehört nicht dazu. Jiddisch hat eine SVO-Syntax auch in Nebensätzen. Es gibt einige Sprachen in Westafrika, die in der Auxiliarstellung vielleicht ähnlich sind. Ich möchte hier auf das Kaschmiri hinweisen, einmal eine indogermanische Sprache in Indien, in Nordwestindien gesprochen, mit SVO in Hauptsätzen und SOV in Relativsätzen. Weiter weg, historisch gesehen jedenfalls, ist das Carithiana eine Sprache in Brasilien, eine Tupi-Sprache, in der wir SVO oder VSO in Hauptsätzen haben und OV in Nebensätzen. Sehen wir uns das mal an einem Beispiel. Für den Satz, eine Spinne hat meinen Mann getötet, habe ich hier Spinne, Dikisi. Dann kommt das Verb, das konkurriert mit dem Subjekt, iokit, und hat ein Nichtfutur Tempus. Und dann kommt der Ehemann des Sprechers, der Sprecherin hier, ja. Und für einen eingebetteten Satz finde ich aus dem Artikel von Storte zum Beispiel diesen hier für: Ich möchte, dass Ignacio das Fleisch schneidet. Ich möchte nicht Futur. Dann kommt das Subjekt in, also das ist dann eine VS-Struktur, die es da auch gibt. Im Nebensatz steht das Verb aber am Ende des Satzes, also Fleisch oder Tiere, Game, Fleisch von Tieren, Himpisip hier, Ignacio schneidet, oblique. Also hier haben wir das Objekt, das Subjekt und auf jeden Fall das Verb am Ende. Es hat hier keine Tempusmarkierung. Der ganze Nebensatz hier ist mit dem obliquen Kasus T markiert. Eine weitere Sprache, die so zwischen SVO und SOV hin und her schwankt, ist das Mandarin. Wir haben hier zum einen Evidenz für SVO in Ich kaufte ein Buch, Wo mai le Schuh. Also ich kaufte Perfektiv Buch oder ich kaufte gerade ein Buch mit der Durativmarkierung ebenfalls. Das Objekt steht nach dem Verb. Aber ich glaube, ich habe schon angeführt, dass das Objekt auch vorangestellt werden kann. Für ich kaufte das Buch, um das Objekt definit zu machen, kann man es voranstellen, vor das Verb erbringen, und zwar mit der Präposition bar, wo bar, schu, meiler. Ich kann auch das
Objekt als solches ohne Bar voranstellen und habe dann eine fokussierte, eine betonte Bedeutung. Ich kaufte das Buch, nicht etwas anderes. Wir haben im Mandarin Präpositionen. Das ist eine typische Eigenschaft für VO-Sprachen, wie zum Beispiel von China, Zhong, Zhongguo, aber auch Postpositionen. Also das ist hier gemischt, etwa in der Küche, Zhu Fangle, in der Küche, also Postpositionen. Und wir haben, was wirklich eine starke Eigenschaft von eigentlich von OV-Sprachen ist, vorangestellte Relativsätze. Wie hier in diesem Beispiel das Kind, das Chinesisch sprechen kann. Der Relativsatz hier ist can talk Chinese nominalizer. Und dann das Demonstrativ und dann Kind. Ja, also vorangestellte Relativsätze, sonst ein starkes Kennzeichen für OV-Sprachen. Nachdem wir eine ganze Reihe von Sprachuniversalien gesehen haben, wollte ich jetzt einige Erklärungstypen vorführen, warum es diese von Greenberg beobachteten Regelhaftigkeiten eigentlich gibt. Ich werde einige Erklärungen hier anführen. Einmal semantische Analogiebildungen. Der Modifikator steht immer vor oder nach dem modifizierten Element. Dann kategorienübergreifende syntaktische Strukturen, die Ausdrücke, die expandierbar sind in der Syntax, sind so, dass die Köpfe immer in einer bestimmten Richtung zum Rest, zum Komplement stehen. Dann eine Idee, dass das syntaktische Parsing erleichtert wird auf diese Weise. Und dann eine Erklärung aus dem Sprachwandel. Also bestimmte Grammatikalisierungsphänomene sind eben so, dass die von Greenberg beobachteten Strukturen entstehen. Der erste Erklärungsversuch beruft sich auf semantische Analogiebildungen. Die Idee ist die folgende: Wenn wir eine binär verzweigte Konstituente haben, wie hier, kann man die eine Konstituente als Modifikat und die andere als Modifikator ansehen. Also der Modifikator modifiziert das Modifikat. Und man kann nun annehmen, dass Sprachen dazu tendieren, diese Modifikation unidirektional auszudrücken. Also entweder prämodifizierend, der Modifikator steht vor dem Modifikat, oder eben wie hier in diesem Baum postmodifizierend, der Modifikator steht danach. Also wir haben dann Strukturen dieser Art, die also immer auf dieselbe Weise serialisieren. Was sind nun Modifikationsbeziehungen, die eine Rolle spielen? Naja, sehen wir einige an hier. In rote Rose, das ist ein Spezialfall einer Rose, also rot ist hier Modifikat. In schnell laufen, also Adverb und Verb, das ist ein Spezialfall von laufen, also schnell ist hier Modifikat. In sehr rot, das ist ein Fall von rot, also sehr, ist hier der Modifikator. In Annas Sohn, das ist ein Spezialfall eines Sohnes gewissermaßen, und dann ist Anna Modifikator. In ein Buch lesen, das ist ein Spezialfall von lesen, da ist ein Buch Modifikator. In Peter läuft, das ist ein Fall von laufen, Peter wäre da Modifikator. In auf den Berg, das ist kein Fall eines Berges, sondern ein Fall einer Aufbewegung, da ist dann den Berg Modifikator. Und auf dem Berg, das ist ein Fall von draufsein, da ist dann ebenfalls dem Berg Modifikator. Nun, auf diese Weise kann man die Typen, die aufgrund der Greenbergschen Universalien angenommen worden sind, näher beschreiben. Wir haben hier die prämodifizierenden Sprachen und die postmodifizierenden Sprachen, also SOV auf der einen Seite und SVO und VSO, VOS auf der anderen Seite. Wobei die VSO-Sprachen gewissermaßen rigider postmodifizierend sind. Da steht ja auch das Subjekt nach dem Verb. Und zum Beispiel haben wir dann in den SOV-Sprachen in der Regel Postpositionen.
Das heißt, hier steht der Modifikator, die NP vor dem Modifikat der Postposition. Und es ist anders in postmodifizierenden Sprachen. Bei den Adjektiven im Verhältnis zum Nomen ist es so, dass wir meistens Adjektiv vor dem Nomen haben in SOV-Sprachen. In SVO-Sprachen ist das gemischt. In den VSO-Sprachen ist es meistens nachgestellt. Und so weiter. Sie sehen hier die weiteren Korrelationen. Vielleicht ist interessant, Relativsätze, die haben eine unabhängige Tendenz, nachgestellt zu werden, aber in SOV-Sprachen kommen eben vorangestellte Relativsätze vor. Oder hier ist noch ja, angeführt etwa Sätze und Subordinatoren. In SOV-Sprachen können Subordinatoren wie etwa weil, also eine Begründung, nachgestellt werden. Aber auch umgekehrt kommt das vor. In postmodifizierten Sprachen sind Subordinatoren immer vorangestellt und die Sätze als Modifikatoren sind nachgestellt. So, das ist hier die Annahme. Ein Problem ist, dass man nicht immer klar sagen kann, dass das eine das andere modifiziert. In dem Wird kommen, zum Beispiel Auxiliar und Hauptverb, ist das ein Fall eines zukünftigen Ereignisses oder ein Fall eines Kommens? Das ist hier nicht so besonders klar. Oder im Fall von Sätzen und Subordinatoren in weil Anna kommt, ist das ein Fall einer Begründung, weil ja weil das Modifikat hier sein soll, auch das ist nicht so ganz klar. Warum werden jetzt Modifikat-Modifikat-Beziehungen gleich kodiert, also in der Reihenfolge gleich kodiert nach dieser Theorie? Also die Antwort hier ist semantische Analogie. Es gibt eine allgemeine Regel für die Art und Weise, wie Ausdrücke kodiert werden, nämlich dass semantisch Ähnliches auch formal ähnlich kodiert wird. Und auf den vorliegenden Fall bezogen heißt das, dass verschiedene Modifikator-Modifikat-Beziehungen semantisch ähnlich sind und dann eben auch ähnlich kodiert werden, also entweder prämodifizierend oder postmodifizierend. Eine Evidenz für diese semantische Ähnlichkeit kann man in der Art und Weise, wie Namen, persönliche Namen ausgedrückt werden, sehen. Wenn wir ein System haben, in dem man zwischen Familienname und gegebenem Namen unterscheidet, also der Familienname steht schon fest, der gegebene Name wird gewählt, dann finden wir, dass der Familienname als Modifikator dient. Das ist ganz offensichtlich bei deutschen Adelsnamen, etwa in Otto von Bismarck. Ja, also Otto ist hier das Modifikat und von Bismarck ist der Modifikator. Es ist ja auch ein Genitiv hier, also eine Von-Phrase. In prämodifizierten Sprachen, also die vom OV-Typ, scheint es nun in Kulturen, die diese Art von Namensgebung haben, häufiger zu sein, dass der Familienname vor dem gegebenen Namen steht. Im Japanischen etwa Nakaso Toshio. Nakaso ist ein Familienname, Toshio ein männlicher gegebener Name. Und das findet man etwa auch im Türkischen. Ja. In postmodifizierten Sprachen, also im VO-Typ, ist die Reihenfolge in der Regel anders. Also der gegebene Name, der Vorname kommt zuerst, dann kommt der Familienname. Im Englischen etwa Jennifer Smith. Ja. Im Deutschen ist es nun so, dass Deutsch natürlich auch Vorname vor Familienname hat, aber es gibt dialektal im Süddeutschen auch die andere Reihenfolge. Also neben Josef Meyer haben wir der Meyer Sepp. Und das kann man durchaus auch als einen Einfluss der OV Stellung im Deutschen sehen. Wir kommen jetzt zu der zweiten Theorie, die ein bisschen ähnlich ist zu der, die ich eben vorgestellt habe, außer dass jetzt nicht semantische, sondern syntaktische Verhältnisse eine Rolle spielen. Wir nehmen nämlich an, dass es quer über verschiedene Kategorien ähnliche Strukturen gibt,
ähnliche syntaktische Strukturen gibt. Das kann man ausdrücken im Rahmen der X-Bar-Theorie, die in den 70er Jahren von Checkendorf entwickelt wurde und die vielfach angewendet wird. Die Grundidee ist, dass es zwei Arten von komplexen syntaktischen Konstituenten gibt, und zwar zum einen die Komplementation und dann die Modifikation, wobei Modifikation hier enger zu verstehen ist als in dem semantischen Ansatz eben. Für die Komplementation nimmt man Strukturen dieser Art an. Wir haben hier den Unterschied zwischen XP-Strukturen und X0-Strukturen. XP, also die P, das P steht für Phrase jeweils. Also das ist eine potenziell komplexe Struktur, die also auch Teile haben kann. Köpfe haben in der Regel keine Teile. Also so eine XP, das X steht hier für eine beliebige Kategorie, besteht aus einem Spezifikator. Also das ist selbst wiederum eine komplexe Kategorie, eine YP, das ist der Spezifikator dieser XP. Und dann aus einem anderen Teil X' oder X-Bar genannt, oft auch mit einem Überstrich geschrieben. Wobei dieser Teil wieder aus einem Komplement besteht, einer ZP, das ist also auch eine vollständige Phrase, und dem Kopf X0 von dieser XP. Ja, das heißt, X0 hier bestimmt, welcher Art diese XP hier ist. Bei der Modifikation haben wir dieses Verhältnis, das ist ein bisschen einfacher. Wir haben hier wieder eine XP, die durch eine YP modifiziert wird, die aber sich in der Kategorie nicht verändert. Das ist der Unterschied zur Komplementation. Und die Komplementation kann man also einsetzen, um etwa Argumentbindung darzustellen. Wenn das hier eine VP wäre, könnte man sich vorstellen, dass das Komplement hier ein Objekt ist und der Spezifikator hier ein Subjekt zum Beispiel. Wir haben nun eine ganze Reihe von solchen Kategorien, zum Beispiel die VP, die Verbphrase, die NP, Nominalphrase, die DP, die Determinatorphrase, die PP, Präpositional- oder Postpositionalphrase, AP, Adjektivphrase, IP für die Phrase, wo Flexion ausgedrückt wird, manchmal auch TP genannt, die CP, das ist dann eine Satzkategorie und eventuell noch weitere. Und nun kann man sagen, dass die Idealtypen so sind, dass die phrasal expandierbaren Kategorien, also die YP hier und hier oder die ZP hier, idealerweise immer vor oder eben nach dem Kopf auftreten. Also sie treten wie hier davor auf oder eben spiegelbildlich danach. Und ebenfalls bei den Modifikatoren. Das führt dann zu einer einheitlichen Baumgeometrie quer über syntaktische Kategorien hinweg. Und man kann sich vorstellen, dass solche Strukturen die Verarbeitung von syntaktischen Strukturen im Gehirn vereinfachen. Das ist vorgeschlagen worden, etwa von John Hawkins, in diesem Artikel von 82. Er nennt das Cross-Category Harmony und bezieht sich explizit auf die X-Bar-Theorie, die damals noch relativ jung war natürlich. Ja. Wir unterscheiden insbesondere zwischen links verzweigenden Sprachen, wo die phrasalen Kategorien den Köpfen vorangehen, die Zweige sind links gewissermaßen, oder rechts verzweigenden, wo die phrasalen Kategorien den Köpfen folgen. Die dritte Art der Erklärung bezieht sich auf die Art und Weise, wie wir Sätze verstehen, wie wir komplexe Sätze in ihre Bestandteile zerlegen. Das wird allgemein Parsing genannt und es gibt das Argument, wiederum von John Hawkins, der dazu ein Buch geschrieben hat, der das unidirektional serialisierende Sprachen, dieses syntaktische Parsing erleichtern. Die Idee ist die folgende.
die syntaktischen Köpfe, die X0-Kategorien gewissermaßen, geben über die syntaktische Kategorien, aber auch über die gesamte syntaktische Struktur des Satzes Auskunft. Die Spezifikatoren und Modifikatoren sind lediglich Ergänzungen dazu. Ja, die Köpfe bilden gewissermaßen das Rückgrat des Satzes. Und es ist nun so, dass unidirektional sterilisierende Sprachen nah zusammenstehende Köpfe erlauben. Und das will ich hier illustrieren anhand des Deutschen. Das kann man ganz gut machen, weil das Deutsche eben viele Sterilisierungen zulässt. Wenn ich hier den Satz habe, weil Peter in Eichenfässern gegärten Wein mag, ja, das ist hier das Hauptverb ist hier mag, also mögen. Das Objekt ist hier in Eichenfässern gegärten Wein. Das steht vor dem Verb, weil das ja ein Nebensatz ist. Und der Wein ist weiter spezifiziert durch diese Partizipialkonstruktion in Eichenfässern gegärten. Ja? Der Kopf der Verbalphrase ist mag. Der Kopf des Nomens ist Wein. Der Kopf der Partizipialmarkierung ist dieses Suffix en oder, wenn Sie so wollen, das Verb gegärten. Ja? Was aber auf jeden Fall der Fall ist, ist, dass diese Wörter, die Köpfe hier nah beieinander stehen. Man kann das so sehen, dass man die Köpfe gewissermaßen so zusammenfassen kann und in diesem kleinen Fenster bereits klar wird, wie der Satz aufgebaut ist. Wenn wir uns postspezifizierende Sprachen ansehen, wie in Peter mag Wein, der in Eichenfässern gegärt ist, also jetzt haben wir das Verb am Anfang, das Objekt folgt, wir haben hier die Hauptsatzstellung, das Objekt folgt dann und wir haben einen Standardrelativsatz, der also den Kopf auch am Anfang des Satzes hat, dann finden wir wieder, ja, wir können den Satz sehr gut überblicken, da stehen die Köpfe wieder nah beieinander. Wenn wir jetzt aber gewissermaßen die Situation so gestalten, dass wir sowohl prä- als auch postspezifizierende Strukturen haben, wie etwa in Peter mag in Eichenfässern gegärten Wein, dann sehen Sie schon, wenn man ein Fenster bilden will, das alle Köpfe umfasst, ist das größer. Man muss also mehr hören, um die Struktur des Satzes zu erfassen. Und genauso ist es auch bei Fällen wie, weil Peter Wein, der in Eichenfässern gegärt ist, mag. Ja, auch da ist das Fenster gewissermaßen größer. Und die Idee jetzt von Hawkins ist, dass Parsing-Fenster bei unidirektional spezifizierten Sprachen kleiner sind und deswegen ein besseres Verständnis, ein besseres Parsing von Sätzen erlaubt. Also die Greenbergschen Wortstellungsuniversalien kann man erklären, weil die Sprachen, die ihnen genügen, schneller parsbar sind. Der Sprachwandel kann ebenfalls zu einer Harmonisierung der Wortstellung im Sinne von Greenberg führen. Also die historische Entwicklung von syntaktischen Ausdruckstypen, die aus anderen Typen entstehen, kann dazu führen, dass wir diese von Greenberg beobachteten Korrelationen finden. Ein Beispiel hier aus dem Englischen, die Entstehung von Postpositionen, zum einen aus Verb-Objekts-Beziehungen und zum anderen aus genitivischen Beziehungen. Also zum Beispiel haben wir in Include the Last Chapter eine Verb-Objekt-Struktur. Ja, und in Formen wie including the last chapter, das kann man als eine Art von Präpositionalphrase ansehen. Es hat also ganz ähnliche Funktionen und Sie sehen, dass hier gewissermaßen aus der einen Struktur die andere im Entstehen begriffen ist. Ähnlich bei der Stellung von Genitiv, Attribut zur NP. The front of the house bezieht sich auf einen bestimmten Teil des Hauses, aber front kann man auch als Präposition verwenden, wie in front of the house, also mit dem in zusammen, in front of the house. Also hier wird aus einem Nomen aus einem
Nominalphrase eine Präposition. Das sind Phänomene, die man mit Grammatikalisierung beschreibt. Ganz allgemein ist das ein Wandel von eher inhaltsbezogenen lexikalischen Ausdrücken zu grammatischen Ausdrücken. Und der geht oft einher mit morphologischen und phonologischen Veränderungen, typischerweise Vereinfachungen. Wir haben nun neben diesen Tendenzen zu einer harmonischen Wortstellung auch allgemeine Regeln, die querstehen zu den bisher betrachteten Wortstellungsregeln. Insbesondere haben wir eine Tendenz, dass komplexe Konstituente nachstehen. Also eine Tendenz von etwa Nebensätzen nach dem Hauptsatz zu stehen. Beispiel dafür Relativsätze im Deutschen. Wir haben nachgestellte Relativsätze wie der Hund, der die Katze anbellte. Wir haben alternativ dazu Partizipialkonstruktionen, die voranstehen, der die Katze anbellende Hund. Wir können auch den Relativsatz die Katze, die der Hund anbellte, ausdrücken. Aber wir sehen dann, wenn wir das versuchen, in eine Partizipialkonstruktion überzuführen, müssten wir sowas sagen wie die von dem Hund angebellt werdende Katze. Und das klingt natürlich sehr merkwürdig. Wir sehen hier also, dass die Partizipialkonstruktionen, die vorangestellt sind, etwas eingeschränkter ja, anwendbar sind. Beispiel Komplementsätze. Wir haben in Da Eva gute Freunde zu schätzen weiß ein Objekt, gute Freunde, das vor dem Verb steht im Nebensatz. Wir können nicht sagen, Da Eva zu schätzen weiß gute Freunde. Das ist nicht möglich. Das Objekt muss da vor dem Verb stehen. Wir können jetzt versuchen, einen Satz, einen Objektsatz einzubetten. Da Eva, was gute Freunde bedeuten, zu schätzen weiß, das ist ganz gut, aber es ist besser zu sagen, da Eva zu schätzen weiß, was gute Freunde bedeuten. Das heißt, wir sehen hier, dass dieser Nebensatz die Tendenz hat, am Ende des Hauptsatzes zu stehen. Wir können im Hauptsatz einen Platzhalter, dieses Korrelat es, stehen haben, das dann sozusagen die Ausgangsposition dieses nachgestellten Satzes markiert. Warum ist das so? Naja, es gibt eine Tendenz zur Vermeidung von Zentraleinbettung von komplexen Konstituenten. Was ich damit meine, kann man schematisch so beschreiben, wenn man eine komplexe Konstituente hat hier. Das ist hier die ganze Konstituente. Und da ist innen drin gewissermaßen eine ebenfalls komplexe Konstituente eingebettet. Also dieses A, B, C, D, E soll dafür stehen, das könnte jetzt ein Relativsatz sein. Dann gibt es die Tendenz, diese komplexe eingebettete Konstituente ans Ende des Satzes zu verlagern, sozusagen. Ja. Warum ist das so? Es ist schwierig, eine komplexe Konstituente zu verarbeiten, wenn sie in einer anderen komplexen Konstituente, mit deren Verarbeitung man ja noch befasst ist, steckt. Ja? Und in der Regel sind eben Sätze komplexer als andere Konstituente und deswegen gibt es in vielen Grammatiken die Tendenz, dass Nebensätze eben verlagert werden ans Ende. Ja. Und das ist so stark, dass man das auch in OV-Sprachen findet, wo aus Gründen der harmonischen Serialisierung diese Nebensätze eigentlich voranstehen sollten und damit eingebettet vorkommen sollten. Das kann man auch nachweisen. Das hat Matthew Dreyer im World Atlas of Linguistic Structure gemacht, indem er sich die Stellung von Relativsätzen angesehen hat, und zwar im Verhältnis zu OV oder VO-Grundwortstellung. Ja. Wenn wir uns die VO-Sprachen anschauen, finden wir, dass nur sehr wenige Relativsätze vor dem Nomen haben. Dazu gehört das Mandarin, haben wir schon mal gesehen. Die allermeisten haben nachgestellte Relativsätze, aber das wäre vielleicht auch schon so zu erwarten, weil ja die Relativsätze die Modifikatoren sind. Aber auch bei den OV-Sprachen finden wir nicht irgendwie das Spiegelbild zu den VO-Sprachen vor, sondern auch da
ist das Verhältnis relativ ausgewogen. Insbesondere gibt es sehr viele OV-Sprachen mit nachgestellten Relativsätzen. Ja. Das Deutsche sollte als other klassifiziert werden, weil es ja Partizipialkonstruktionen gibt. Das ist auch so. Ja. Sie sehen also diese Tendenz, dass Relativsätze nachgestellt werden, egal welchen Grundwortstellungstyp die Sprache sonst hat, die sieht man hier statistisch in sehr schöner Weise. Nun, wir haben gesehen, dass verschiedene Wortstellungstendenzen zusammenwirken und dass die Grundwortstellung in den Sprachen der Welt bestimmen. Und es wäre nun interessant zu sehen, wie man diese Zusammenwirkung beschreiben kann. Und das will ich hier kurz darstellen. Wir haben gesehen, dass es zum Ersten das Gesetz gibt, Universale 1, Subjekte stehen am Anfang des Satzes, das spricht gegen Stellungen wie VSO, OSV, VOS und OVS. Wir haben gesehen ferner, dass, oder wir können annehmen, dass Subjekte auch vor Objekten stehen sollten. Das Agens sollte vor dem Partiens stehen. Wir können annehmen, dass das Objekt und das Verb zusammenstehen sollen, weil das Partiens und das Verb eine Konstituente bilden, eine VP. Wir haben gesehen, dass Sprachen dazu tendieren, unidirektional zu serialisieren und das disfavorisiert SVO-Sprachen, weil da das Subjekt auf einer anderen Seite steht als das Objekt und es werden auch OVS-Sprachen disfavorisiert. Ja. Und man kann nun das darstellen als ein Zusammenwirken von verschiedenen Tendenzen, die Theorie in der Sprachwissenschaft, die das beschrieben hat, ist die Optimalitätstheorie. Das ist entwickelt worden in der Phonologie und in der Morphologie, ist dann aber auch in der Syntax und Semantik und Pragmatik angewendet worden. Ich habe hier eine frühe Referenz angeführt und ich will das nun mal kurz vorführen, wie man jetzt die Stellungsverhältnisse in den Sprachen der Welt auf diese Weise darstellen kann oder erklären kann. Ich habe hier die sechs Grundwortstellungstypen für Subjekt, Objekt und Verb angeführt, also SOV, SVO, VSO, VOS, OVS, OSV und zwar in der Reihenfolge der Häufigkeit. Ich habe hier die Prozentzahlen hier abgetragen, wie sie aus den Untersuchungen von Dreyer hervorgegangen sind. Und hier habe ich die Tendenzen abgetragen, also S-Initialität, so bekommt zuerst SVO, zusammenhängende VP, O und V sollen zusammenstehen und unidirektionale Serialisierung von Subjekt und Objekt. Und ich habe jetzt hier markiert mit einem Sternchen, wo jeweils ein Constraint verletzt wird. Zum Beispiel die S-Initialität wird verletzt bei VSO, VOS, OVS und OSV-Sprachen. Ja, die bekommen jeweils ein Sternchen. SVO wird verletzt bei VOS, OVS und OSV. Es gibt keine zusammenhängende VP bei VSO-Sprachen und OSV-Sprachen. Die unidirektionale Serialisierung von Subjekt und Objekt relativ zum Verb ist verletzt bei SVO-Sprachen und bei OVS-Sprachen. Und Sie sehen jetzt, dass die Sprachen, die mehr Constraints verletzen, auch seltener sind. Der Sprachtyp, der keinen Constraint verletzt, der kommt am häufigsten vor, das sind die SOV-Sprachen, gefolgt von den SVO-Sprachen, die verletzen ein Constraint, das offensichtlich nicht ganz so wichtig ist. VSO-Sprachen und VOS-Sprachen verletzen zwei Constraints, also zwei unterschiedliche Constraints. Man könnte dabei dann sagen, dass SVO wichtiger ist gewissermaßen, deswegen sind VOS-Sprachen etwas seltener, aber das sind keine sehr großen Unterschiede mehr. Und dann kommen OVS und OSV-Sprachen. Sie sehen also hier, dass man auf diese Weise tabellarisch erfassen kann, wie die verschiedenen Stellungsgesetze zusammenwirken und dann
das Spektrum dessen erzeugen, was wir vorfinden, wenn wir uns die Sprachen der Welt anschauen. Ich möchte zum Abschluss noch auf einen etwas jüngeren Artikel eingehen von Michael Dunn, der die Wortstellungstypologie in dieser Tradition von Greenberg eher in Frage stellt und darauf hinweist, dass man eventuell nicht quer über Sprachfamilien solche Tendenzen, wie ich sie jetzt beschrieben habe, ausmachen sollte. Vielmehr sind die oft spezifisch für bestimmte Sprachfamilien. Es gibt dann auch die Folge davon, dass bestimmte Entwicklungstendenzen zu bestimmten Wortstellungen eben auch sprachfamilienspezifisch sein können. Dann und seine Co-Autoren und Co-Autorinnen haben vier Familien untersucht: Indogermanisch, Bantu, Austronesisch und Utoaztekisch. Und ich stelle jetzt hier nur Indogermanisch und Austronesisch vor. Also für die indoeuropäischen Sprachen haben sie bei verschiedenen Wortstellungsbeziehungen wie etwa Genitivnomen, Adpositionnomen, Objekt-Verb, Relativsatznomen, Demonstrativnomen, Adjektivnomen, Subjekt-Verb und numerale Nomen Beziehungen festgestellt hinsichtlich der Stellungsserialisierung, die hier durch die Stärke dieser Verbindungen dargestellt werden. Also es besteht eine sehr starke Korrelation in indogermanischen Sprachen zwischen Stellung des Adjektivs zum Nomen und zur Stellung des Genitivs zum Nomen. Die Beziehungen, die aus Greenberg folgen gewissermaßen, oder die behauptet werden gewissermaßen in den Universalien und in der nachfolgenden Forschung, die sind hier blau unterlegt. Das heißt, die Beziehung Adjektivnomen und Genitivnomen, die sind gar nicht nach Ansicht der Autoren so vorhergesagt. Stattdessen sollten sich Relativsätze mit diesen Elementen hier, mit diesen Stellungen korrelieren und das trifft offensichtlich gar nicht so stark zu, wie man das voraussehen würde. Und in austronesischen Sprachen ist es so, dass es andere Arten von Korrelationen gibt. Zum Beispiel gibt es keine Korrelation zwischen Adjektiven und Nomina, sondern eine zwischen den Adjektiven und Numeralien, jeweils zum Nomen, und von Numeralien und Genitiven. Also Sie sehen hier also durchaus Unterschiede, die sprachfamilienspezifisch sind und die man dann so darstellen kann. Also in indoeuropäischen Sprachen hier rechts gibt es, das ist durch die Dicke der Pfeile dargestellt, Beeinflussungen zwischen diesen Wortstellungstypen, die man so darstellen kann, also zum Beispiel eine starke Beeinflussung von Eigenschaften wie Postposition und Verb und Objekt, Stellung zu Postposition und Objekt-Verb-Stellung. Ja? Und Sie sehen hier, dass es Unterschiede gibt zwischen den austronesischen Sprachen und den indoeuropäischen Sprachen. Das heißt, dass man eventuell die Gesetzmäßigkeiten von Greenberg gar nicht so allgemein formulieren kann. Das kann daran liegen, dass was etwa unter einem Genitiv oder einer Postposition zu verstehen ist, leicht unterschiedlich ist in diesen Sprachen, dass etwa Numerale anders kodiert werden oder anders konzeptualisiert werden in den beiden Sprachfamilien. So, wir kommen zum Abschluss, zur Zusammenfassung. Wir haben gesehen, es gibt allgemeine Prinzipien, welche die möglichen Wortstellungen in Sprachen regeln. Diese können durch Universalien oft implikativer Natur dargestellt werden. Eine Idee, die von Greenberg in die Welt gebracht worden ist. Subjektive stehen häufig Satzinitial, weil sie eben in der Regel topikal sind und
initiale Topics besser zu interpretieren sind. Es gibt dann eine starke Tendenz zu einer konsistenten Prä- oder Postmodifikation. Und diese Art von Harmonisierung der Wortstellung kann unterschiedlich interpretiert werden. Wir haben hier verschiedene Vorschläge uns angeschaut, insbesondere auch Vorschläge der besseren Verarbeitung oder der uniformen Geometrie von syntaktischen Strukturen. Auch die historische Entwicklung hat eine Rolle gespielt. Das Deutsche, wie auch das Chinesische etwa, stellt einen Mischtyp dar. Das haben wir auch gesehen. Und ich will hier auf weitere Lektüre verweisen. Einmal das Lehrbuch von Viveka Vellolipay hat ein Kapitel zur Wortstellung und auch eine Online-Darstellung dieses zur Wortstellung von Christian Lehmann, die ich hier verlinkt habe, ist zu empfehlen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.